hat den Titel. No, ist Englisch. Our next talk is the title. Das ist euer Übersetzerteam. Hier spricht André und. Und Eipfen. Und wir übersetzen euch die Architektur von sicheren IoT-Devices. Und es soll euch helfen, ein sicheres System oder ein sicheres IoT-Device zu bauen. Er ist ein Freelancer mit einiger Erfahrung im Bereich der Security. Und einen kleinen Applaus. Hallo. Okay. Hallo. Welcome to everybody. Grüß Gott. Also grüß euch. Moin. Zu sicherer Architektur von IoT-Devices. Es wurde schon erklärt bei der Eingangen. Intended audience is or are current users of Raspberry Pi. Die Internetgemeinschaft verwendet jetzt Raspberry Pis. How could I achieve to get a und könnte sich überlegen, wie könnte ich damit ein sicheres IoT-System bauen und was ist notwendig, um zum nächsten Level zu bekommen? Das Erste, was ihr machen müsst, tut mir leid, ihr müsst die Hardware wechseln. Diese Funktionalität werdet ihr mit einem Raspberry Pi nicht zusammenkriegen. Was ihr braucht, ist ein NXP, ein IMX in der neuen Version. ARM Cortex A7. Mit einem ARM Cortex A7. And it has the usual features, so this hat die üblichen Features. 10 or 100 megabit per second. Das wird hier 100 Megabit per Sekunde. Netzwerkanschluss, serielle I2C. An important fact is secure JTAG. If you er hat ein secure JTAG, das ist das, was wir wollen. Das sind die Dinge, die wir brauchen, damit wir ein sicheres IoT-Device machen können. Wir werden uns ein bisschen anschauen, was ist ein secure IoT-Device. Wir werden zuerst einmal grundsätzlich in ein paar Diskussionen hineingehen. Wir werden ein bisschen über die Risiken und die Bedrohungen sprechen, encrypted partitions, die Secure Boot verstehen, wie wir Partitionen verschlüsseln, wie wir kritische Ressourcen voneinander isolieren. Wir werden ein bisschen über die Organisation reden, wie wir das einem Unternehmen aufsetzt. Und wie man ein sicheres IT-System aufsetzt, PKI im Development-Team und Code-Signing. Es ist immer die Frage, wer das managt, und es wird nicht der Developer sein. And so having this thought. Mit diesem Gedanken, da gibt es ein paar organisatorische Aspekte, die sollten wir uns dann auch noch anschauen. Wenn wir ein ganz einfaches Beispiel haben, von einer Ladestation. Das ist hier die, mit der wird ein Auto aufgeladen. Mit einer NFC-Karte freigeschalten. Das ist verbunden mit dem Data Center des Operators. Es bekommt Control Messages und schickt welche weg und kriegt Updates und important for billing, so quite important. Ganz wichtig, dass es genau aufschreibt, was passiert, denn das muss auch verrechnet werden. Das können wir jetzt aufteilen in verschiedene Internet Gateways. Sektionen. Es gibt die Sensoren, die die Internet Gateways, die Sachen, die am Rande unseres Netzwerks sind und dann natürlich das Datenzentrum bzw. die Cloud. Das hier ist unser Gerät, das zum Auto verbunden ist oder mit Sensoren. Encrypting the data and sending it over to the welches die Daten verschlüsselt und es zum Datenzentrum sendet. Some technician. Außerdem haben wir hier Techniker
die direkt dort vor Ort sind und das System konfigurieren. Also brauchen wir irgendwie eine Art von sicherer Verbindung zu unserem Gerät. Wir brauchen einen sicheren Transportalgorithmus für die Systemupdates. Dafür nehmen wir einfach HTTPS, dann brauchen wir Fernzugriff über HTTPS oder SSH und dann brauchen wir noch Datenupload über HTTPS oder HTTP, geht beides. Dann haben wir eine lokale Datenbank, welche die lokalen Daten speichert und dann haben wir noch eine Visualisierung, die auch zum Datenzentrum hochgeladen wird. Beim Data Center gibt es einen Update-Server, irgendeine Einrichtung, die die Daten empfängt, PKI und natürlich irgendeinen DNS-Service. Wenn wir jetzt die Risikoanalyse machen, dann gibt es so ein paar Methoden, die wir dafür benutzen können. Zum Beispiel gibt es den BSI 100 Standard oder den ISO IEC 27005. Ein wichtiger Fakt diesbezüglich ist, dass sie einen Prozess definieren, wie man Risiken und Gefahren bewertet. Sie definieren die Grundwerte, and availability. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Our targets. Dies werden unsere Ziele sein, die wir hier erreichen wollen. So there is one mantra. So es gibt hier eine Idee, die sich hier durchzieht. Sicherheit kann nicht einfach am Ende draufgehauen werden. Es muss direkt von Anfang an mit rein designt werden. Influences device boot times. Es hat Einfluss auf die Bootzeiten, die Dateisystem-Performance und so weiter. Wenn wir jetzt zurück zu unserem Beispiel gehen, dann sehen wir hier das System-Update, was von dem Datenzentrum zu unserem Gerät geht. Da brauchen wir natürlich irgendeine Form von Authentifizierung. Das heißt, wir brauchen hier Client oder Server-Zertifikat. Hier bei Remote-Zugriff, da brauchen wir, wenn wir zum Gerät uns verbinden, brauchen wir ein Server-Zertifikat auf dem Gerät. Für einen Daten-Upload brauchen wir vielleicht ein VPN, da brauchen wir die übliche Authentifizierung, ein Client-Zertifikat und ein Server-Zertifikat. Dann haben wir so eine Datenbank, dann sollte die Datenbank natürlich verschlüsselt sein. Wenn man das jetzt hier sieht, dann ist es voll mit Sicherheitsanforderungen für kryptografische Sachen, Zugangsdaten und so weiter. We will talk about fuse bits also. Wir werden ein bisschen über Sicherungsbits reden und über Secure Boot und Codesignierung. Vielleicht auch ein bisschen über DNSSEC reden. So, having a look at the organization of your wenn wir jetzt hier die Organisation unserer Firma anschauen, das sieht jetzt hier nicht so gut aus, wie es aussah, bevor ich es kopiert habe. Dann haben wir hier am Anfang die Entwicklung, die ein bisschen Code entwickelt. Realize some kind of Secure Boot. Um jetzt Secure Boot hinzubekommen, brauchen wir irgendeinen Mechanismus, den Code zu signieren. Das könnte man direkt im Development Team machen, aber wenn wir das machen, dann ist das Development Team dafür zuständig, diesen Schlüssel zu sichern
Aber dann, wenn das Development-Team das verliert, dann könnte jeder einfach Code signieren. Und das ist quasi der wichtigste Part unseres sicheren Systems. Das heißt, es ist wichtig, dass diese Zugangsdaten sehr gesichert sind. Das heißt, man braucht innerhalb der Firma ein Verfahren zum Signieren von Code. Das heißt, wir haben hier irgendwie so einen Service, der mit Benutzername und Passwort entgegennimmt, um Code zu signieren. Credentials, Keys. Außerdem brauchen wir irgendwelche Zugangsdaten, die auf dem Ziel gespeichert sind. Commission the device and send it out for delivery. Wenn wir irgendwie welche Geräte zum Kunden liefern, dann haben wir das Support-Team oder das Team, was sich um Probleme kümmert. All diese brauchen auch irgendwie Zugriff auf das System. Das heißt, man braucht innerhalb der Firma irgendwie so eine Art Verständnis für diese Sachen, um diese Sicherheitssachen vom IT-Service, von der IT-Service-Abteilung zu bekommen. Es ist auch wichtig, die richtige Hardware auszuwählen. Zum Beispiel hier NXP IMX6 Ultralight, ein ARM-Core. Das ist 500 MHz. Es hat 100 Megabyte Flash, es kann auf vielen Temperaturen arbeiten. Es wird von Caro hergestellt. Caro hat auch mehr performante Geräte. Wie ich schon gesagt habe, es hat übliche Features, zum Beispiel Internet, USB, GPIO, und die wichtigen Sachen sind der sichere JTAG, ein eFuse und CAM, also ein kryptografischer Beschleuniger. Und schauen wir uns einmal an, wie diese Funktionalität miteinander zusammenhängen. Wir wollen einen Secure Boot etablieren. Wir wollen also sicher gehen, dass dieser Device hier nur mit unserer Boot-Sequenz gestartet werden kann und mit keiner anderen. Um das zu erzwingen, set or code some fuse bits in our können wir ein paar fuse bits, also Sicherheitsbits, in unseren Code einbauen. So once they are set, you can't modify them anymore. Nennt man one-time programmen, weil wenn man die einmal setzt, sind sie in dem Prozess festgebrannt, kann man nicht mehr verändern. Also in dem Prozessor ist der Hash Value eures Public Keys eingebrannt. Der bleibt dann da drinnen. Diese Hash Values sind die Trust Anchors deines Public Keys. Und dieser Public Key wird dazu verwendet, die Signatur, die deinem Code beiliegt, zu verifizieren. Das ist der Bootloader. And interesting aspect is the public key is also attached to. Das ist der wichtige Punkt ist, der public key ist auch zum Code verbunden. By the initial bootloader. Der initial bootloader, also der Bootstrap Loader, ladet einmal das ganze Image. Es wird den public key hashen, es wird ihn verifizieren. Dann wird er sicherstellen, ob der Hash-Value gleich ist mit dem, was in der CPU eingebrannt ist. Und wenn das Dulli ist, also in Ordnung ist, dann wird mit dem Public Key die Signature entschlüsselt. Computed Signature of the Bootloader Image. Of Bootloader Execution Code, Executable Code. Und dann wird der Executable Code vom Bootloader damit freigeschalten. If public key or signature do not match, wenn der public key oder die signature nicht übereinstimmen, wird die CPU nicht starten. Wird einfach einfrieren, wird nichts passieren.
So the process to create this, der Prozess, um das zu erzeugen, um diesen Bootloader zu signieren, du startest deinen Bootloader, du komputierst den Hash, you take a private key, du nimmst deinen Private Key, the private key will sign the hash and the private key wird den Hash signieren, und dann schiebst du die Software, die mit dem Bootloader verbunden ist. Secure boot, or as it's called in this environment, high assurance boot. Das, so wird ein Secure Boot oder ein High Assurance Boot installiert. Das ist ein Beispiel, wie wir diesen Mechanismus dazu einsetzen können, einen Chain of Trust in der Bootphase zu etablieren. Einen sekundären Programmlader. Is performing exactly the step. Er macht genau dasselbe, wie wir vorhin uns schon angeschaut haben. Also liest das Boot-Image, verifiziert die Signature. Wenn die Signature in Ordnung ist, macht der U-Boot-Loader, der Bootstrap-Loader, wird das noch einmal machen, wenn er den Kernel hochladet. Also auch bevor der Kernel geladen wird, wird wieder verifiziert. Diese Schritte sind an ihre Keys gebunden, da lassen sich keine anderen Keys unterschieben. Gut, und wenn dann der Kernel verified ist, dann können wir auch das Root-File-System freischalten. Minimum size 10 Megabyte. Also Minimum 10 Meg, aber das ist meistens mehr. Or a small Debian setup. Wenn du ein kleines Debian-Set verwendest, bist du mit 20 Megabyte ganz perfekt unterwegs. So it's a very fast process. Ein ziemlich schneller Prozess. Important note, wichtig dabei ist, that U-Boot supports some kind of some der Bootloader elements or items. Muss externe Elemente unterstützen. Also ein Environment ist als Textfile auf der Disk gestort. Das heißt, diesen Environment-Textfile muss man auch nochmal separat absichern, damit keiner dort hineinschreiben kann. By integrating or embedding this environment file into the U-Boot image. Und das tut man, indem man diesen Environment-File als Textfile in das U-Boot, in den Bootloader, ins Image integriert. Das ist mit dem Image, dem verschlüsselten und signierten Image integriert. Damit garantiert werden kann, dass da nicht hineingeschrieben werden kann. Der Device-Tree wird anschließend an den Kernel überreicht, weitergegeben. Und da ist es also wichtig, dass das niemand modifizieren konnte. Das baut so eine Trusted Chain auf, bis das System gebootet ist. Und solange niemand Zugriff auf die Code Signing Keys hat, im Image des Bootloaders, wird auf diesem Device nichts gebootet werden, was wir nicht freigeben. We establish some kind of encrypted file system on this. Und das ist wichtig, weil wir jetzt das Filesystem verschlüsseln. Und das passiert natürlich auf dem Bootloader. Ihr müsst euch erinnern, das Root-Dateisystem ist verschlüsselt. Das heißt, wir können unser Root-Dateisystem nie verändern, weil das den Hash verändern würde. Das heißt, in unserem Root-Dateisystem kann nichts geändert werden und es kann nichts dort gespeichert werden, weil das würde sonst den Hash verändern. Da kann also nichts rein, was beim Reboot, weil den Reboot überlegen kann. Das Problem ist, manche Anwendungen erwarten, dass sie in /etc schreiben können. Das heißt, dafür machen wir jetzt ein Overlay für unser Dateisystem. Mit diesem Overlay
Können die Applikationen jetzt irgendwelche Daten im ETC-Verzeichnis speichern? Aber weil die Daten flüchtig sind, werden sie nach dem nächsten Reboot weg sein. Jetzt brauchen wir noch irgendwelche verschlüsselten Storage, wo wir Konfigurationsdaten oder andere Daten speichern können. Hier kommt jetzt ein anderes Feature von IMX6 ins Spiel. Das ist der Master Key, der CAM Master Key. Der Kernel hat dann einen Adapter für, mit diesem Master-Schlüssel zu interagieren. Und damit können wir jetzt Daten verschlüsseln, nämlich den Schlüsselblob. Da könnten die Schlüssel drin liegen, mit denen man dann die verschlüsselte Storage benutzen kann. Seht ihr, es gibt hier zwei wichtige Aspekte diesbezüglich. Einmal gibt es die die Kette des Vertrauens im Bootloader und dann den verschlüsselten Speicher und den Overlay über das Dateisystem. Alles startet mit den Fuse Bits, die wir in unserer CPU haben. Diese Fuse Bits werden sehr früh im Produktionsprozess gesetzt. Wenn wir diese Boards einkaufen, dann sind die Fuse Bits schon gesetzt. Diese Fuse Bits deaktivieren JTAG, deaktiviert Booten von anderen Sachen. Da werden viele Sicherungen überschrieben. Und dann gibt es natürlich Fuses auch für die Hashes. Das heißt, über den kompletten Produktionszyklus ist es so, dass man nur signierte Bootloader starten kann. Das heißt, in jeder Phase müssen wir darüber nachdenken, wie man den richtigen Bootloader für die Produktionsprozess findet. Das heißt, wir fügen nicht nur Sicherheit hinzu, bevor wir unser Produkt shippen, sondern wir machen das schon während des Produktionszyklus. So, das heißt, von ganz Anfang, wenn wir das zusammenbauen, attaching the battery, und wenn wir die Batterie hinzufügen, die Sensoren hinzufügen, andere Dinge tun, die Seriennummer setzen und das verteilen und während des Betriebs. Es ist auch wichtig, über Software-Updates zu reden. Es ist nicht möglich, apt oder so zu benutzen wie in Debian. Wir müssen nämlich unsere Updates, unsere Images komplett updaten. Ich habe über the requirement for PKI darüber redet, dass PKI benötigt ist, also für Code Signing, Remote Control, Remote Zugriff, Updates, Signieren von Update Paketen, für all das Features and Tasks braucht man irgendwie welche Zugangsdaten, PKI Zugangsdaten. So there are multiple choices. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Nämlich man könnte zum Beispiel Let's Encrypt benutzen. But Let's Encrypt does not cover. Aber Let's Encrypt
kann man mit Let's Encrypt kann man kein Code Signing machen. Code Signing is, und Code Signing. It's, if you look into this into the scripts into wenn man Code Signing, sich Code Signing anschaut. Tools, they generate keys. Dann ist in diesen Tools. But afterwards they are modified. Dann sieht es so aus, dass sie OpenSSL benutzen, um Schlüssel zu generieren, aber dann werden sie danach modifiziert. Sie werden gebündelt und verändert, sodass Let's Encrypt das nicht machen kann. Außerdem ist Let's Encrypt nicht die richtige Wahl für IoT-Geräte in irgendwelchen Geräte bei dir zu Hause, weil Let's Encrypt nie signieren wird für irgendwelche Geräte aus dem Heimbereich, also Dinge, die hinter dem Router stehen. Let's Encrypt kann halt nicht nachprüfen, ob diese Domain zu dem User gehört. Das heißt, Let's Encrypt ist hier nicht so nützlich. Man könnte selber PKI hosten. Zum Beispiel OpenSSL kann sowas tun, kann Zertifikate generieren. Und man kann es so machen, um einen kompletten CA zu bauen. Den kann man dann in der Firma benutzen. Das Problem ist, man braucht dafür tatsächlich Verständnis dafür, wie man das macht und so weiter. Und die meisten Firmen haben das wahrscheinlich intern nicht. So you could use a self-hosted PKI. Man könnte ein self-hosted PKI benutzen, zum Beispiel MS Server, Microsoft Server. This is a very costly solution. Aber das ist sehr teuer. In this case, every Microsoft Server can deal with a single CA. In diesem Bereich kann dann jeder MS-Server bloß mit einem CA umgehen. Das heißt, wenn man mehrere CAs haben möchte, dann braucht man viele MS-Server. Da muss man mit Online-Zertifikaten umgehen und so weiter. Es ist jedenfalls relativ kompliziert. Was ich jetzt neulich gesehen habe, es gibt PKI as a Service, zum Beispiel von Nexus Group. Ich weiß nicht, ob es schon öffentlich ist. Aber ich denke, es ist eine gute Art und Weise. Es ist so ein bisschen daneben, zwischen Self-Hosted PKI und Self-Hosted Script PKI, aber man hat trotzdem die komplette Kontrolle über die CA. Talking about PKI Service. Wo wir jetzt gerade über PKI reden, man braucht OCSP, Online-Zertifikats-Status-Protokoll, das wird is still valid or has been benutzt, damit die IoT-Devices schauen können, ob Zertifikate noch valide sind. Es gibt CLLs und dann gibt es EST. Dann gibt es so eine Modifikation dieses EST-Protokolls. And a more ancient, simple certificate. Und dann gibt es andere Protokolle diesbezüglich. Beside all these PKI services. Neben all diesen PKI Services müssen wir uns mal mit dem Update Service auseinandersetzen. Das ist ganz wichtig. Wenn immer wir irgendwas verändern wollen, müssen wir ja updaten. Und ein Update ist immer ein Risiko. So we have got the update service and we have got to. Also wir haben ein Update-Service und wir müssen dieses Update-Packet einmal zum Ziel bringen. Was ich manchmal sehe, ist, dass es falsch gemacht wird.
Man macht einen TAR-File, das das Image hat und drinnen hat und irgendeine Art von Signature. Dann wird das ausgepackt und dann verifizieren die Signature. Und das ist der falsche Weg. Du solltest zuerst, wenn du irgendwelche Data bekommst, als allererstes immer die Signature verifizieren und erst dann erst entpacken. Das könnte eine TAR oder SIP-Bombe sein und you never get any further. Das wollen wir. Also es muss der erste Schritt immer die Verifizierung der beigelegten Schlüssel sein. Wenn ich das nicht kann, dann ist der Prozess falsch designt. Once you received an update package. Wenn einmal das Update Package angekommen ist, replace an existing system with a new image. Und du willst ein bestehendes System mit dem neuen Image ersetzen. Going back a few slides. Gehen wir noch ein paar Slides zurück. Remember, wir haben über Vertraulichkeit und Verlässlichkeit. Wir müssen auch sicher sein, dass irgendein Update-Mechanismus the update process interrupted. It should never be any system, or the system should not be bricked. It should always be possible. Also es darf nicht möglich sein, auch wenn das Update korrumpiert ist, dass das System gebrickt wird, also freezed. Es muss immer funktionsfähig bleiben. It's not working and should fall back to the recovery system. Und wenn das Active System geschossen wird, muss es immer zum vorherigen System automatisch zurückkehren. Es darf nicht gebrickt sein. Das ist also der ganz wichtige Punkt. I had a look at U-Boot and I think even with so also wenn wir uns den Bootloader anschauen, I think it would be possible even with U-Boot to create such mechanism. So I know sollte eigentlich mit dem U-Boot, also mit dem Bootstrap Loader möglich sein, seinen Mechanismus zu installieren. I think it would be possible to implement ich denke mir, dass dass man den Boot, also U-Boot, so zu konfigurieren. Of course, you see here a variable. Ihr seht hier eine Variable. Das ist ein Zero System, das aktive. This would or would be necessary to sign this data as well. Das sollte diesen Datenblock ebenfalls signieren. In U-Boot und those scripts being signed itself. Und das sollte über ein Skript erfolgen und auch dieses Skript sollte signiert sein. Und auch wenn wir ein Skript austauschen. Wenn einer von euch sich mit Skripten gut auskennt, können wir nachher noch drüber reden. Das würde ich gerne machen. You should remove any interpreter from your device. No Bash, no Python, no. Ihr solltet mal alle Interpreter von euren Devices wegtun. Keine Bash, kein Python, kein JavaScript, nothing. Access to GPIOs or other. Also auch den Zugriff auf GPIO, die irgendwelche anderen Devices, es gehört definiert und dann gehört festgelegt, wer darf schreiben, wer ist darf lesen. Brauchen wir eine Firewall? Brauchen wir Sandboxing oder irgendwelches? For the cell phone. USB 3 nowadays is using DMA. So USB 3 verwendet DMA heute. Die Frage ist, is using direct memory access. So once you attach a USB 3 haben wir direct memory access. Wenn wir ein USB 3 Device anhängen, kann das sein, dass die direkt eingreift, ohne dass er verifiziert werden kann. FireWire is the same problem. FireWire hat ein ähnliches Problem, also die IEEE 1523 Sachen. Irgendwas, was DMA verwendet, das gehört alles überprüft und sichergestellt.
mechanisms. Da gibt es eine Reihe von Mechanismen, die beachtet werden sollen, die man verwenden kann, um dein Device zu isolieren. Du könntest Unix Group machen, du könntest irgendwelche Namespaces oder ansonsten Linux-Sachen nehmen, verwenden. Du könntest eine VirtualBox oder einen Docker verwenden, eine Trustzone mit einem U-Kernel. Oder auch einen LTM Microkernel. So usually Unix groups. So this is Unix system. So das ist Unix system. Let's skip mal drüber. The next step would be using C groups or the namespaces. To establish or manage C groups is using systemd on your system. Gute Methode ist dazu, Systemd zu verwenden auf deinem Device. Da kann man Zugriff auf die einzelnen Network-Devices definieren, C-Groups Zugriffe definieren. Sehr handy, sehr praktisch. KVM or Docker somehow. KVM Docker. C-Groups and other namespaces. Die verwenden auch Namespaces und C-Groups. Bis einen Level drüber, um auch Isolierungen zu erreichen. Aber es geht nicht nur, dass man den DMA-Access isoliert. Man muss auch den Zugriff vom Top-System. So it's quite a big system and it's not. Das sind an die 60 Millionen mit Zeichen von Code, das muss man auch isolieren, das ist gar nicht so einfach. Also da muss man vorsichtig sein, bevor man das System verifiziert. Opti wäre das nächste, der nächste Level an Komplexität und Sicherheit. Das ist in Wirklichkeit so eine Art Microkernel mit einer Trustzone. Das Rich OS is triggering a call into the trust zone. Einen Call in die Trust Zone. Secure and cryptographic operations. Die dort gewisse kryptografische und sichere Operationen triggert. Well established mechanism. Das ist ein gut eingeführter Mechanismus, mit dem man einen sicheren Bootprozess relativ gut steuern kann. Designed for this. Was noch schöner wäre, wenn Teile dieses Systems in die Hardware bereits integriert wäre, sodass so aus die Hardware direkt aus der Trust Zone zum Beispiel erreichbar wäre. For trusted execution. Aber ich kenne keine Hardware, die das kann. Also wenn es hardwired auf dem Board wäre zum Beispiel, das wäre nett, aber das gibt es halt nicht. Bis jetzt haben wir das noch nicht realisiert. So there are just a few ways you could use boot into the Opti. Da können wir jetzt die Opti-Boot-Sequences machen. Very interesting way to isolate. Eine weitere sehr interessante Variante, um einzelne Tasks zu isolieren. Es ist eine Familie von Microkernels, genannt Real Fiasco. And during startup you define who is allowed to send message to which. Während des Startups definierst du, wer wem was schicken darf an Nachrichten. So you've got a microkernel here. Du hast einen Microkernel hier. And so this microkernel has only 60,000 lines of code, so it's much easier. Dieser Microkernel hat nur 60,000 Zeichen, lines of code. Define ist relativ sicher zu halten, und der definiert Kennzeichnungen, wie von einem Task auf den nächsten Task Informationen weitergereicht werden, wenn die Erlaubnisse dazu da sind. Der setzt also eigene Communication Channels zwischen den einzelnen Apps frei. Wenn du also dann dynamisch einen Linux Kernel startest, haben der gewisse Dinge, die dann da definiert sind, auf Memory zugreifen, auf Hardware zugreifen. Also da kannst du den Zugriff hier einschränken, also die festlegen. Dieser Kernel ist spezifisch für deine Hardware zugeschnitten in diesem Fall.
bring L4 and your system up on a new hardware. Also, du solltest L4 auf deiner eigenen L4-Hardware hochbringen. Single interrupt, but serving two functionalities, USB and maybe modem. Und der Interrupt hat nur einen einzelnen Interrupt und der wird eventuell Modem und USB bedienen und das ist sehr schwer auseinanderzuhalten. We had the need to do some kind of auf einem anderen Brett hatten wir irgendwelche 3D-Beschleunigungsprobleme, die wir some guy managed to implement a governor and to einer von meinen Kollegen konnte einen Governor einen mit 4 3D-Beschleuniger implementieren. Tasks or two partitions on our system to use to make use of this. Und hat 2 Partitionen dafür freigeschaltet. Really cool. Das war wirklich cool. So that's almost the end. So we talked. Wir sind schon fast am Ende. We talked about. Wir haben über. We talked about Ladestationen geredet, die auf einem Parkplatz sind, die zugreifbar sind mit einer öffentlichen IP. Es gibt eine öffentliche IP. Was passiert, wenn wir jetzt in unserem Haus so eine IP, so eine Ladestation haben. Jetzt haben wir ein Problem mit Let's Encrypt. Wir kriegen nämlich kein Zertifikat, weil kein öffentlicher CA ein Zertifikat ausstellen wird. Das ist ein Problem, falls wir ein User-Interface haben. And he wants to und wenn der User jetzt die Ladestation managen möchte, dann hat der Nutzer jetzt die Wahl zwischen den Benutzernamen und Passwort im Klartext weiterzugeben oder irgendein selbstsigniertes Zertifikat gegeben. Aber wenn man das macht, dann gibt es so eine Warnung. Möchtest du wirklich diese Seite mit HTTPS verbinden, weil der Browser warnt dich davor, dass es ein selbstsigniertes Zertifikat ist. Also fragt der Browser, ob der Server getrustet ist. Das ist ziemlich nervig. So if you try to establish some kind of security. Wenn man jetzt hier Sicherheit aufbauen möchte für IoT-Geräte, die im Heimnetzwerk laufen, dann hat man ein Problem hier. Und das andere Problem ist, wenn man dieses IoT-Gerät jetzt ins Heimnetz benutzt, dann gibt es vielleicht Dinge, die man nicht benutzen kann, zum Beispiel DNSSEC vielleicht, weil es vom Router benutzt wird oder vielleicht funktionieren VPN-Verbindungen nicht mehr. Also es gibt in so einem Heimnetz ziemlich viele Limitationen. Und bezüglich des HTTPS-Problems habe ich ein paar Leute von Chrome gefragt. Dann haben sie mir gesagt, dafür haben wir eigentlich keine Lösung. Das ist ein bisschen nervig, weil so eine Webseite wäre ein gutes User-Interface. Wenn es irgendeine Lösung dafür gibt, dann würde ich mich freuen, davon zu hören. Das ist jetzt das Ende meines Vortrags. Wir hatten uns die Architektur und so einer IoT, also eines solchen IoT-Gerätes angeschaut, die unterliegende Hardware, wie man die Vertrauenskette machen kann während der Bootphase, während nach dem Boot, wie man die verschlüsselte den verschlüsselten Speicher lesen kann, wie man mit dem Read-Only-Speicher umgeht. Und ja, vielen Dank.
Thank you, Froebuck, for your talk. Vielen Dank für den Vortrag. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann haben wir ungefähr 2 Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann geht's. Microphone Angel. Okay, Mikrofon. Vielen Dank für den Vortrag. Ein kleiner Hinweis. Vielleicht ist es hilfreich, to kernel hardening. Ein bisschen Kernel Hardening zu machen und User Space zu schützen durch irgendwelche Software. Es kommt darauf an, wie du deine Software baust. And a small question. Und eine kleine Frage. Ich habe nicht verstanden, wie die Verschlüsselung Container helps. Wie die Verschlüsselungs could you describe it, please? Hilft im Threat Modell. Which one do you mean? Welches meinst du? The last slide. Die letzte Folie. The last slide? If you show. Letzte Slide. So. Die letzte Folie. This one. Feather. No. No. Weiter. Es war die Zusammenfassung. Yes. So you have hier. This encrypted storage. Hier gibt es die verschlüsselte Speicher. Wie hilft das hier? Was ist der Zweck davon? Also verschlüsselte Storage heißt, dass es verschlüsselt ist. Weil das andere read-only ist, können wir keine Daten speichern. Also für IP-Adressen, Benutzernamen oder so. Für IoT-Geräte, für Konfiguration halt. Das müssen wir halt irgendwo speichern. Dafür ist der verschlüsselte Speicher gut. Also gibt es statische IP-Adressen, was ist der DNS-Server und so weiter. Aber warum ist es verschlüsselt? Unencrypted. So, warum nicht unverschlüsselt? What do you protect? If the devices attacker has access to it, it's not only the IP address. You're right. So it's es stimmt, es ist nicht nur die IP-Adresse. Wir haben viel über HTTPS Zugangsdaten geredet. Client-Schlüssel, Client-Zertifikat. VPN-Schlüssel. Wir brauchen das, um eine VPN-Sitzung zu establishen. Diese Sachen sollen nicht konfigurierbar sein. Sollen konfigurierbar sein. Sie. Die Verschlüsselung sollen die diese Schlüssel, das Schlüsselmaterial beschützen, die niemand anders lesen soll. Yeah, sorry. So I didn't put it into the slides. Das habe ich jetzt. Vielen Dank für die Antwort. Ich glaube, wir sind jetzt leider durch mit der Zeit. Vielen Dank an Ihnen für den Vortrag. Wir sind Eipfen und André.